Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, Ihnen ein ganz herzliches Willkommen heute Morgen hier am Winterkirchen. Am Tag der Arbeit stellt uns die Kirche den heiligen Josef vor Augen, der mit seiner Hände Arbeit die heilige Familie ernährte, wie es im Tagesgebet der heiligen Messe heißt. Arbeit und was damit zusammenhängt, war oft nicht sehr angesehen. Arbeit wurde verstanden als notwendiges Übel, das hoffentlich bald von der Freizeit, vom Wochenende und so weiter abgelöst wird. Heute, da immer mehr Menschen einen Arbeitsplatz suchen, hat sich das geändert. Und das ist noch nicht alles. Es soll auch eine erfüllende, eine freudemachende Arbeit sein. Einen solchen Arbeitsplatz wollen wir jedem wünschen. Heute jedoch lassen wir die Arbeit ruhen und nehmen uns Zeit, um gemeinschaftlich in den Dialog mit Gott zu treten. Josef und seine Braut, die Gottesmutter Maria, deren wir im Monat Mai in besonderer Weise gedenken, waren bereit, dem Anruf Gottes zu folgen. Bereiten auch wir unsere Herzen für die Begegnung mit dem lebendigen Gott vor. In seinem Wort und seinem Sakrament will er uns begegnen. Erbitten wir sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, du wurdest Mensch, um uns das Heil zu bringen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Dein Tod am Kreuz erwarb uns das Leben. Du rufst uns, deinem Wort zu folgen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du galtest als Sohn des Zimmermanns Josef. Wie Josef dürfen wir dir dienen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser Höhe.
lasset uns beten. Gott, du Schöpfer der Welt, du hast den Menschen zum Schaffen und Wirken bestimmt. Auf die Fürsprache unseres Schutzpatrons, des heiligen Josef, der mit seiner Hände Arbeit die heilige Familie ernährte, gib uns Kraft und Ausdauer, damit wir deinen Auftrag auf Erden erfüllen und so den verheißenen Lohn empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und erwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Wort des lebendigen Gottes. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias, genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen.
Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer zum Winterkirchel hier nach Erfweiler, auf dem Winterberg zwischen Hauenstein und Erfweiler. Wir haben uns heute am 1. Mai versammelt, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Wir stehen seit dem 8. Dezember des letzten Jahres in einem sogenannten Josefjahr, das uns der Papst Franziskus uns aufgegeben hat. Zwei Tage im Jahr erinnern uns an den heiligen Josef, einmal der 19. März und einmal der 1. Mai, wo wir Josef gedenken. Und ansonsten steht Josef eigentlich im Schatten der Kirche, in der Ecke oder ist uns gar nicht so bewusst. Ich möchte Sie heute einladen, einmal in die Situation des heiligen Josef hineinzugehen. Wir haben eben das Evangelium gehört und da haben wir es auch noch mal vor Augen gehört und geführt bekommen. Da ist ein Mann mit seiner jungen Braut. Er ist sicher, voller Hoffnungen, er ist voller Erwartung. Und er malt sich seine Zukunft aus. Wie wird es sein? Und bestimmt hat er schon Vorkehrungen getroffen für die Zeit nach der Hochzeit mit Maria. Und nun kommt es alles anders, als er es sich vorgestellt hat. Seine zukünftige Frau, sie ist schwanger und Josef weiß nicht von wem. Unser Evangelist verliert zu Josefs inneren Verfassung kein Wort. Und nichts hören wir über seine Enttäuschung, nichts hören wir über seine Zweifel und seine Gefühle. Wir erfahren nur, dass Josef gerecht war und Maria nicht bloßstellen wollte. Vielleicht wurden Sie auch schon einmal mit einer unerwarteten Nachricht konfrontiert, die alle Ihre Pläne, alle Ihre Hoffnungen und Erwartungen zunichte macht. Welche Enttäuschungen haben Sie schon erlebt, sodass Sie einen Weg suchen mussten, damit recht und anständig umzugehen. Es scheint nicht Josef erst der Gedanke gewesen zu sein, dass ihm Gott da etwas Großes anvertraut. Josef braucht erst einmal Zeit. Er benötigt die Engelstimme im Traum. Er benötigt einen anderen Blick, eine andere Perspektive. Und er braucht die Distanz der Nacht, um einzusehen, dass Gott ihm etwas Kostbares anvertraut, dass Gott ihm sein Kostbares anvertraut, seinen Sohn. Und wenn wir uns es genau überlegen, dann können wir darin ein Muster erkennen. Auch Gott vertraut uns
etwas an, was ihm wichtig ist. Er vertraut uns Menschen an. Menschen, für die wir Verantwortung haben. Und Gott vertraut uns Menschen auch seine Schöpfung an. Unsere Mitmenschen, sein Reich. Und als gute Verwalterinnen und Verwalter arbeiten wir mit, dass das Reich Gottes auf Erden hier bei uns im Alltag wachsen und Früchte bringen kann. Versuchen wir einmal aus dieser Perspektive, aus diesem Blickwinkel auf alle die Schwierigkeiten, die Sorgen und Herausforderungen zu schauen, mit denen wir in unserem Alltag konfrontiert werden. Vielleicht kann ich da auch einen Vertrauensbeweis Gottes erkennen, dass Gott mir etwas zutraut. Und konkret kann das dieser oder jener Mensch sein, diese oder jene spezielle Schwierigkeit in der Beziehung mit den Kindern, mit dem Arbeitsplatz, in der Beziehung mit meinem konkreten Umfeld, das ich zu bewältigen habe. Gott legt mir jetzt in meine Hände, in meine Verantwortung, wie er es schon im Alten Bund die Bewältigung der Hungersnot und den versöhnlichen Ausgang des Bruderzwistes, der Weisheit und der Tatkraft Josef anvertraut. Vielleicht kann man sagen, Gott legt mir ans Herz, was ihm selber wichtig ist. Da, wo ich menschlich herausgefordert bin, kann der Ort werden, wo das Gute gelebt und getan wird. Liebe Schwestern und Brüder, wie reagieren Sie, wenn etwas unerwartet auf Sie zukommt und Ihr Leben erschüttert? Die einen reagieren mit Angst. Andere sind abweisend und wollen nichts wissen, verleugnen sogar, was nicht ins eigene Konzept passt. Und manchmal möchte man dreinfahren oder sich einfach in der Ecke verkriechen. Josef wird als gerecht beschrieben. Und damit ist gemeint, die Fähigkeit, von sich selber, den eigenen Ego und eigenen Befindlichkeiten absehen zu können. Josef verkörpert uns eine Grundhaltung. Er will den Menschen, den Tatsachen und letztlich auch Gott gerecht werden und versucht dabei, das Richtige zu tun. Und das bedeutet, dass es keine Murks und keine Schnellschüsse gibt. Wer den Menschen und den Situationen, in denen sie sich befinden, gerecht werden will, der denkt zunächst einmal nach und nach dieser Zeit des Nachdenkens handelt er mit Bedacht. Es ist nicht der erste Gedanke, dem Josef gleich nachgibt. Er möchte Maria am liebsten in Stille verlassen und sich aus der Geschichte herausnehmen. Aber Josef überschläft zuerst die menschliche schwierige Situation. Im Traum, in der inneren Stimme, erkennt Josef den Engel, der ihm das Richtige und Gerechte eingibt. Josef muss ein Mensch gewesen sein, der gelernt hat, auf die Stimme des Gewissens zu hören. Er hat gelernt, darauf zu vertrauen, dass seine Seele, sein Herz schon wissen, was recht ist. Das erlebt er als göttlichen Hinweis, als Hilfe und als Ermutigung von oben. Und so tut Josef alles, was richtig ist. Er akzeptiert die neue Situation. Und er nimmt die schwangere Maria zu sich. Er kümmert sich um
sie. Und damit sieht Josefs Zukunft anders aus, als er sie sich vielleicht gewünscht und erwartet hat. Er hat seinen Entscheid in einem großen Vertrauen und einem weiten Herzen umgesetzt, in der Zuversicht, dass es gut herauskommen wird. Er muss die Situation ja nicht alleine bewältigen, denn Gott selber ist in der Stimme des Engels da und er leitet ihn. Liebe Schwestern und Brüder, Josefs Vorbild kann uns ermutigen. Die Situationen und die Herausforderungen in unserem Alltag anzunehmen, mit denen Gott uns immer wieder neu konfrontiert. Die persönlichen, aber auch die gesellschaftlichen. Diese anzunehmen, wie jetzt die Einschränkungen der Corona-Pandemie. Vielleicht können wir im heutigen Evangelium auch erkennen, dass Gott auch uns etwas zutraut und uns zugleich damit auch nicht alleine lässt. Und wenn wir ihm vertrauen, so wie es Josef getan hat, so kann Neues und auch Gutes in unserem Leben entstehen. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Wer mitten im Leben steht, spürt, dass wir nicht alles allein schaffen können und auch müssen. Deshalb dürfen wir Gott, heiligen Josef, Maria, um ihren Beistand bitten. Wir beten für alle Gemeinschaften in unserer Kirche, dass sie sich gegenseitig Hilfe und Beistand sind. Gott, unser Vater, für die Beratungsstellen, dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zugang finden zu denen, die bei ihnen Hilfe suchen. Gott, unser Vater, für alle, die sich Sorgen um ein Familienmitglied machen oder die ein Familienmitglied pflegen, dass sie Kraft und Zuversicht finden. Gott, unser Vater. Für alle Sterbenden, dass sie auf die Fürsprache des heiligen Josef eine gute Sterbestunde erfahren. Gott, unser Vater. Und für unsere Verstorbenen, dass sie das Licht des ewigen Vaters sehen. Gott, du unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott des Lebens, du begleitest uns durch alle Schwierigkeiten und Sorgen dieser Zeit, damit wir den Weg zu dir finden. Dir danken wir durch Christus, unseren auferstandenen Herrn. Amen.
Lasset uns beten. Gott, du Quelle aller Barmherzigkeit, nimm die Gaben entgegen, die wir am Gedenktag des heiligen Josef darbringen. Schütze uns durch die Kraft dieses Opfers, da wir in all unseren Nöten auf dein Erbarmen vertrauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das hast du dir recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken. Und bei der Verehrung des heiligen Josef die Wege deiner Weisheit zu rühmen. Denn ihm, dem Gerechten, hast du die jungfräuliche Gottesmutter anvertraut, ihn, deinen treuen und klugen Knecht, bestellt zum Haupt der heiligen Familie. An Vaters Statt sollte er deinen eingeborenen Sohn beschützen, der durch die Überschattung des Heiligen Geistes empfangen war, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an, die Mächte erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig bist du, großer Gott, heilig, Herr Gott, Sebaoth. Zeugen deiner Herrlichkeit, Himmel, Himmel und Erde. Lob und Preis durch alle Zeit, dir, o höchste Werde. Wer da kommt vom ewigen Thron, er sei hochgepriesen. Ewig sei dem Gottes Sohn Ehr und Dank erwiesen. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Wir preisen deinen Tod. Wir glauben, dass du lebst. Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, Leben der Welt. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl-Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, ja mit allen Frauen und Männern, Haupt- und Ehrenamtliche, alle, die zu einem Dienst in der Kirche und in unserer Pfarrei berufen und bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, den heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit all unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es wirklich. In diesem Vertrauen dürfen wir Gott unseren Vater nennen und so beten, wie sein Sohn es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen
und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Auch wir bitten ihn heute. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Schwächen, unsere Fehler und Sünden. Schau vielmehr auf das Gute, das wir tun, auf unsere Liebe und den Glauben deiner Kirche. Und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Halleluja. Der Leib Christi. Amen. Thank you.
Im Monat Mai ehren wir Maria, die über die Jahrhunderte hinweg hier an diesem Wallfahrtsort, hier in dieser Marienkirche für die Menschen da ist, für ihre Sorgen und Nöte, für ihre Freuden und ihren Dank. Maria bekommt von ihrem Sohn diesen Auftrag, sei ihnen Mutter. Und sie erfüllt als Mutter aller, die sie anrufen, was sie einst den Jüngern in Kana sagte, was er euch sagt, das tut. Maria geht allen voran, die auf Jesus hören und tut, was er zu ihr sagt. In dieser Zuversicht, dass Maria auch uns hilft, rufen wir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Dich loben die Chöre der Engel. Maria, wir rufen zu dir. Dich loben die heiligen Scharen. Maria, wir rufen zu dir. Dich loben die Menschen auf Erden. Maria, wir rufen zu dir. Du Tempel des Heiligen Geistes. Maria, wir rufen zu dir. Du Pförte des himmlischen Reiches. Maria, wir rufen zu dir. Du Abbild der heiligen Kirche. Maria, wir rufen zu dir. Du Zuflucht der armen Sünder. Maria, wir rufen zu dir. Du Hilfe des Volkes Gottes. Maria, wir rufen zu dir. Du Mutter aller Erlösten. Maria, wir rufen zu dir. Du Tochter des himmlischen Vaters. Maria, wir rufen zu dir. Du Mutter des Herrn und Erlösers. Maria, wir rufen zu dir. Du Jungfrau, prophetisch verheißen. Maria, wir rufen zu dir. Du Reis aus der Wurzel Jesse. Maria, wir rufen zu dir. Du Morgenstern unserer Erlösung. Du Mutter vom Herrn uns gegeben. Maria, wir rufen zu dir. Du Trösterin aller Betrübten. Maria, wir rufen zu dir. Du mächtiger Schutz aller Christen. Maria, wir rufen zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Herr unser Gott, du hast deinen Sohn vom Himmel in den Schoß der heiligen Jungfrau Maria gesandt. Er ist das Wort des Heiles und das Brot des Lebens. Gib, dass wir Christus aufnehmen wie Maria, indem wir seine Worte im Herzen bewahren und gläubig erfüllen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wir grüßen Maria, die auch unsere Mutter ist, indem wir dreimal Ave Maria beten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und der Stunde unseres Todes. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns zu diesem Mahl der Freude geladen.
Lass uns nach dem Vorbild des heiligen Josef Zeugnis geben von der Liebe, die du uns erwiesen hast, und schenke uns den Segen eines beständigen Friedens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich trotz dieses Wetters auf den Weg gemacht haben, hier zum Winterberg. Es ist zwar von außen kühl, aber ich hoffe, wir haben uns auch innerlich etwas erwärmen können. Die Mutter Gottes, derer wir besonders in diesem Monat Mai gedenken, wollen wir auch noch in den zahlreichen Mai-Andachten, wie sie in den einzelnen Gemeinden angeboten werden, auch ehren. Und hier wird ja Maria als Maria Himmelspforte bezeichnet. Möge sie uns eine Hilfe sein, uns immer mehr den Weg zu ihrem Sohn Jesus Christus zu zeigen und uns somit auch die Pforte des Himmels zu öffnen. Ihnen allen einen gesegneten 1. Mai und morgen natürlich einen gesegneten Sonntag. Ein herzliches Dankeschön allen, die im Vorfeld sich hier aufgemacht haben, um hier zu organisieren und die Sachen hochzutragen und aufzubauen, auch mit der Technik und der Musik, Christoph Köhler, Frau Köhler in der Sakristei. Und natürlich ein herzliches Dankeschön Ihnen für die Mitfeier. Bitten wir Gott um seinen Segen auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria und des heiligen Josef. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, der allmächtige Vater, segne euch durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. Amen. Sie hat den Urheber des Lebens geboren. Ihre mütterliche Fürsprache erwirke euch Gottes Hilfe. Amen. Euch und allen, die heute ihr Gedächtnis begehen und das des heiligen Josef, schenke Gott die wahre Freude und den ewigen Lohn. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Thank you.
Jesus.